Der Rundfunkrat des RBB hat seine zurückgetretene Intendantin am Abend von ihrem Amt abberufen mit sofortiger Wirkung. Patricia Schlesinger ist damit gefeuert. Sie hat sich noch einmal erklärt und entschuldigt. Helfen konnte das nicht mehr. Die Berliner Generalstaatsanwaltschaft ermittelt. Aufgeklärt ist der Skandal, der den gesamten öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Misskredit bringt, längst nicht. Doch der Rundfunkrat sah ausreichende Gründe für seine Entscheidung. Das ist auch ein Befreiungsschlag, denn die Aufsichtsgremien und deren mangelnde Kontrolle rücken jetzt in den Fokus, auch in der RBB-Belegschaft. Christa Lepple berichtet. Vor den Türen des altehrwürdigen Hauses des Rundfunks demonstrieren RBB-Mitarbeiter. Protest gegen die eigene Chefin. Sie fordern, stopp dem Filz, weg mit den Boni und bloß nicht weiter so. Das ist die Stimmung vor der Rundfunkratssitzung. Wir wollen, dass alles auf den Tisch kommt. Wir wollen hundertprozentige Aufklärung. Da darf auch nicht der Hauch eines Zweifels bleiben, dass irgendwas nicht aufgeklärt wird. Und dafür steht die Belegschaft. Und so müssen wir uns auf das konzentrieren, was unsere Aufgabe ist, gutes Programm für die Gebührenzahler zu machen. Doch seit Wochen macht der Rundfunk Berlin-Brandenburg Negativschlagzeilen. Das Problem heißt Patricia Schlesinger. Als noch Intendantin nimmt sie überraschend an der Sitzung teil. Sie entschuldigt sich. Es tue ihr unendlich leid, professionell wie menschlich, so wörtlich. Der 61-jährigen Journalistin werden Vetternwirtschaft und Verschwendung vorgeworfen. Das Springer-Portal Business Insider hatte mit seinen Recherchen die Affäre ausgelöst. Der Fokus der Recherche lag vor allen Dingen darauf, dieses Netzwerk aufzudecken zwischen Patricia Schlesinger, ihrem Ehemann Gerhard Spörl und dem Verwaltungsratschef, der ja auch gleichzeitig der Aufsichtsratschef der Messe ist, Wolf-Dieter Wolf. Und das ist ja dieses besondere Dreiecksverhältnis, was da über Jahre existiert hat. Und ausgerechnet gegen diese drei Personen ermittelt ja jetzt auch die Staatsanwaltschaft. Die Aufdeckung fragwürdiger Beraterverträge für ein geplantes digitales Medienzentrum brachte den Stein ins Rollen. Auch Schlesingers Mann Gerhard Spörl soll davon profitiert haben. Doch die Liste der Vorwürfe ist länger. Ein teurer Umbau der Chefetage für 1,4 Millionen Euro, während im Kulturprogramm 1 Million gestrichen wurde. Ein teurer Dienstwagen, private Essen auf RBB-Kosten und umstrittene Bonizahlungen für die Geschäftsleitung. Seit einer Woche recherchiert ein fünfköpfiges RBB-Team die Frage, wie war das möglich? So ein Intendant ist ja ein Mensch mit einer ganz, ganz hohen Machtfülle. So viel Macht in einer Hand hätte ich selber gar nicht für möglich gehalten. Und da hilft am Ende nur eins, Kontrolle, Kontrolle, Kontrolle. Und die hat es offensichtlich nicht gegeben. Über 3 Stunden tagt der Rundfunkrat. Am Ende ein klares Votum. Mit 22 von 23 Stimmen wird Patricia Schlesinger abberufen. Mit sofortiger Wirkung und ohne Abfindung. Die Abberufung ist durch Gründe in der Person der Frau Schlesinger bedingt, die eine außerordentliche Kündigung des Dienstvertrages durch den RBB rechtfertigen. Was heißt das für den Rundfunkrat? Auf dem Hintergrund der Erfahrung, die wir gemacht haben, können wir nicht so weitermachen, wie wir es bisher immer gemacht haben. Wir werden daraus lernen aus dem Prozess. Das Ende einer Dienstzeit. Kurze Frage nur, wie die Sitzung gelaufen ist. Gut, mach es gut. Tschüss. Und während der Rundfunkrat weitertagt, verlässt Patricia Schlesinger den RBB nach 6 Jahren Amtszeit durch die Hintertür.